Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Ziggurat. Tja, Level 3 ist nicht mehr so easy. Dürfen wir uns nichts vormachen, besser gesagt. Ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Momentan sieht es ja ziemlich so aus, als wenn wir einfach mit Gegnern zugeschissen werden. Aber hier sieht man jetzt, nein, werden wir nicht. Die Gegner werden einfach qualitativ auch besser. Und zwar nicht zu wenig. Diese komischen fliegenden Golems sind echt nicht zu unterschätzen. Komm, jetzt geh halt drauf. Scheiße. Die sind echt fies, die Typen. Vor allem, dass das Zeug noch nachträglich brennt. Das ist echt heftig, wie ich finde. Da hast du keine Sekunde mal von denen Ruhe. So, hier ist nichts, wie es aussieht. Nö, nicht mal eine kaputte Wand. Wobei, man muss sagen, bei der Wandtextur gar nicht so einfach. Müssen wir als nächstes hin. Einmal durch den Raum durch. Kein einziges Mal getroffen worden. Hier rechts. Und dann wieder gleich links. Und wieder wie ein Elefantenporzellanladen. Hat aber nichts gebracht. Na gut. Doch, da ist noch. Bücherstapel. Noch irgendwo einen übersehen? Nee. Wenn es sogar dafür Belohnung gibt, müssen wir das in Zukunft auch machen. Resting Room. Weaker Enemies. Sehr schön. Hört man gerne. Oh. Minions Must Die. Eigenschaft freigeschaltet. Achievement. Und wieder eine Anspielung auf Orcs Must Die. Muss man einfach klar erkennen. Aber Orcs Must Die ist ja auch ein voll geiles Spiel. Wobei, der neue Teil ist ja, glaube ich, so ein Free-to-Play-Gedöns. Habe ich noch nicht gespielt. Werde ich auch nicht. Bin kein Freund von Free-to-Play momentan. Deswegen mache ich da erstmal einen Bogen drumherum. Aber naja. Kann ja noch kommen. Irgendwann wird es wieder besser. So, und solche Rätsel hasse ich ja wie die Pest, muss ich sagen. Oh, Alter. Wie schon in einer der letzten Folgen gesagt, Gott sei Dank gibt es hier keine Massenträgheit. Sonst würde ich hier ja so oft runterfliegen. Meine Fresse. So, was hier drin? Was hier drin? Was hier drin? Was hier drin? Toll. Schätze. Kann ich mir persönlich relativ wenig von kaufen. Ich muss sagen, ich bin ja gar nicht so der, irgendwie so der Punkte-Sammler. Und jetzt habe ich schon wieder verpasst, was für ein Achievement ich bekommen habe. Ja, aber ich bin überhaupt nicht so der Punkte-Sammler. Ich will hier einfach nur möglichst weit kommen. Die Punkte sind mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Die können mir ziemlich gestohlen bleiben. Scheiße, es gibt noch einen Raum, sehe ich gerade. Was ist denn hier Wasser? Was ist hier los? Oh, das ist der Schlüssel. Toll, da war eine Falle oben drauf. Kann mir das mal jemand vorher sagen? Und noch ein Raum. Das sieht aus wie eine Falle. Super, da haben wir wieder von den Flitzepiepen. Stirb! Stirb, habe ich gesagt. Und schon Level 10. Unglaublich. Das geht ja unglaublich schnell dieses Mal.
Soll erstmal jemand hinkriegen. Scheiße, und jetzt war ich so nah an der Banshee dran, jetzt hätte ich sie mir mal von Namen angucken können. Und wenn man hier den Freeze-Schuss und den normalen Schuss abwechselnd benutzt, kriegt man die ziemlich schnell klein, muss ich feststellen. Muss ich mir merken. Trader, Mana Gems can fill other pools. Das ist super. Und jetzt verstehe ich auch, was das manchmal bedeutet, wenn wir am Ende, wenn wir tot sind, für Karten bekommen. Die Karten werden dann fürs Spiel freigeschaltet. Also erst dann kann man die im Spiel auch bekommen. Interessantes System, muss ich sagen. Da bin ich ehrlich gesagt mal gespannt wie ein Flitzebogen, wie viele Karten es in dem Spiel überhaupt gibt. Also, wenn man die nach und nach freischalten kann, kann man da Leute sehr, sehr lange mit beschäftigen. Aber das Spiel ist, glaube ich, eh so ein Zeitfresser. Ich wollte eigentlich nur mal nur voll... Wow, schöner Gegner. Ich wollte eigentlich eh nur... Scheiße, den kann man nicht einfrieren. Ich wollte eigentlich eh nur mal ein bisschen... Nur mal ein bisschen spielen, ja, und schon sitze ich... Keine Ahnung. Wie viele Stunden sitze ich jetzt? Noch nicht so lange. Ha. Nee, aber... Stimmt. Eine Stunde sitze ich jetzt. Obwohl ich nur eine Folge mal schnell aufnehmen wollte. So, und das ist jetzt irgendwie nicht so gerade die Herausforderung, muss ich sagen. Die Gegner sind ziemlich doof gerade. Stirb! So, jetzt wird's eine Herausforderung. Jetzt muss ich nämlich schnell Zeug einsammeln. Bringt's was gegen mir? Wow, was ist jetzt los? Ich weiß nicht, ob das gerade ein Soundfehler war. Hat sich aber verdächtig danach angehört. Weil es war extrem laut, der Sound. Und die Alchemiewaffe ist ziemlich gut bei dem. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ne, kein Soundfehler. Hört sich tatsächlich so kacke an, wenn der Boden hier brennt. Und Level 11. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Nehmen wir ein bisschen Mana am Anfang oder ein bisschen Health am Anfang von jedem Kampf. Health. Und wir sind schon Level 4, das ist ja unglaublich. Wer hätte gedacht, dass wir auf einfach so weit kommen? Wahrscheinlich jeder. Aber ich will jetzt nicht einfach abbrechen. Das nenne ich Punkte. Hat sich rentiert. Frozen Soul Kills 118. Ja, das ist auch ein ziemlich geiler Zauberspruch. Cursed Cathedral Level 4. Ah, okay. Ich habe mir nämlich, das habe ich mir nämlich schon mal überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn wir Waffen finden, die wir schon haben, also auf dem Slot. Man ersetzt sie einfach. Mysterium gelöst. So, was gibt's hier für neue Gegner? Oh mein Gott, ist hier voll schon wieder. Oh mein, oh Scheiße, Alter. Die haben mich gerade so bedrängt, dass sie mich in die Wand reingepackt haben. Das muss man auch erstmal schaffen. Boah, Jungs, ey. Diese Zauberer. Ich glaube, das ist bisher so mit der schlimmste Gegner, den wir haben. Mit ihrem komischen gelben Pisszeug, das sie da rauslassen. Definitiv schlimmster Zauberer bisher. Gegner bisher. Boah! Der Zauberstab mit unserem Amulett. Alter Falter, geht das ab. Ist ja wie ein MG42. Aber hält leider nicht so lange. Ich glaube, wie oft man das benutzen kann, hängt einfach von der Schussanzahl ab. Also wahrscheinlich einfach nach so und so viel Schuss ist das Ding leer. Und das geht halt bei dem hier ziemlich schnell.
Der bläst halt ordentlich was raus. Wahrscheinlich ist das wirklich auf jedes Projektil einzeln gerechnet. Und der bläst ja pro Schuss schon mal 5 Dinger raus. Geht also dementsprechend schnell. Alter, und neuer Gegner. Super, Licks. Die spawnen auch noch Gegner. Riesig. Meine Güte, ey. Das ist ja heftig. Ich muss versuchen, die Kerle Platz kriegen. Oberstes Gebot, glaube ich. So, weg damit. Und die Skelette sind extrem anfällig für das Zeug. Für Frost. Kommt noch einer von denen? So, und jetzt will ich noch mal kurz meinen MG anschmeißen. Alter, das Zeug ist ja brutal. Das heben wir uns auf jeden Fall das nächste Mal für den Endboss auf. Und ein neues Amulett. Dann geht aber wahrscheinlich das andere weg. Und das finde ich momentan viel zu geil. Also ersetzen wir das nicht. Am Ende kann man 2 Amulets gleichzeitig benutzen und ich habe mich gerade selbst betrogen. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Amulette schmeißt man ja mit E an. Und in den Optionen gibt es keine anderen Knöpfe dafür. Deswegen glaube ich nicht, dass sich da was dran ändert. Beziehungsweise ich glaube, dass sich was dran ändert. Man wird das verlieren. Extra Experience bekommt von den Sachen. Ich könnte aber Munition brauchen. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, wenn ich mir das so angucke, steige ich in jedem Level gleich schnell auf oder wird es nach hinten schwieriger? Kann man das irgendwo nachgucken? Wir sind jetzt schon Level 12. Aber es fühlt sich an, als würde es langsam etwas länger dauern. Bis man aufsteigt. Und da haben wir einen Fallenraum. Na super. Boah, das war knapp, ey. Und die können sofort wieder zuschlagen, die Dinger. Haben keinen Cooldown. Was haben wir hier für Gegner? Die komischen Emus oder was auch immer. Oh nee, und die machen jetzt hier wieder so ein Hazard. Ein Biohazard. Riesenfreude. Boah, Leute, ey. Könnt mir echt mal die Kimme knutschen. Das ist doch nicht normal. Wie viel von dem Scheiß hier rumfliegt. Guckt euch das mal an. Die haben doch echt eine Macke. Oh, das ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle. Fuck, jetzt komme ich auf den Hund oder was? Ich habe gerade gedacht, das wäre eine gute Stelle. Weil sie nicht von hinten kommen können, aber da habe ich mich wohl geschnitten. Ach du Kacke. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nicht die ganze Zeit Kreis laufen. Irgendwann laufe ich ja in die Scheiße wieder rein. Boah. Ich muss... Alter, die haben mich festgehackt. Weg. Einfach nur noch weg. Man kann hier leider nicht aus den Räumen raus. Das ist echt, echt ein Problem. So. Endlich, ey. Boah. Die sind nicht ohne, die Viecher. Gerade noch so gerettet. Und Level 3. Das Frost-Missile-Gedöns.
Und wieder extra Experience und keine Jobs. Ganz ehrlich, ich glaube, so ein Raum wird mir irgendwann mal zum Verhängnis werden. Weil hier gibt es kein Health. Und ist hier in dem Spiel ja auch nicht so wie bei jedem anderen, ich sag mal, Rollenspiel, dass du beim Stufenaufstieg dein Leben wieder voll gemacht kriegst. Das gibt's hier leider alles nicht. Leider, also wirklich leider, muss ich sagen. Das wird's einiges einfacher machen. Und ich habe mich beschwert, dass easy so easy wäre. Ist cool, ey. Ich muss nur lang genug spielen, dann wird easy auch nicht mehr easy. Komm schon. Die Räume dauern zu lange. Ich bin einfach zu schlecht. So. Und hier gibt es irgendwie keine Geheimnisse mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Die waren doch nett. Und das hier ist der Endgegnerraum. Wir haben aber noch keinen Schlüssel. Macht nichts. Naja, den Schlüssel müssen wir noch suchen, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.